Super Mario Bros. Wonder hat mich mit seiner Ankündigung total überrascht und mich in einen riesigen Hype versetzt. Ich meine, es ist einfach endlich soweit. Fast 11 Jahre sind seit dem Release von dem letzten 2D Mario Ableger in Super Mario Bros. U vergangen. Und jetzt kommt endlich mal ein neues Game. Dieses Spiel könnte eine neue Ära der 2D Mario Jump'n'Runs einleiten und die Fehler der New Super Mario Bros. Reihe endlich mal beheben. Mario Wonder wird bestimmt gut. Oder wird es das? Ich habe mir die Direct am 31. August angeschaut und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mich gestört haben. Darüber möchte ich heute also reden und einfach mal meine Meinung äußern. Lasst sehr gerne einen Like und ein Abo da, wenn euch so ein Content gefällt. Wird Super Mario Bros. Wonder gut? Die Direct fing erstmal mit der Story an. Die Bries vom Pilzkönigreich besuchen Prinz Florian vom Blumenkönigreich und dann, ja, kommt einfach Bowser und berührt die Wunderblume. Danach verbindet er sich erstmal mit Prinz Florians Schloss oder so. Bro, er ist halt einfach ein fucking Schloss in dem Spiel. What the fuck, man, mich würde es nicht wundern, wenn Nintendo während der Entwicklung so eine Wunderblume genommen hat. Wie kommt man da drauf? Bowser wird dann durch die Blume halt übelst stark und nimmt erstmal das ganze Flower Kingdom ein. Man kann sich über die Story streiten, aber Bowser wieder als Antagonist reinzubringen, ist irgendwie einfach unkreativ. Aber um ehrlich zu sein, war die Story in Mario-Spielen nie wirklich beeindruckend und immer simpel. Wenigstens wurde Peach nicht entführt. Der neue Look des Spiels ist meiner Meinung nach einfach nur geil. Der Artstyle sieht so charmant aus und wirkt für mich irgendwie so ein bisschen verträumt. Mario Wonder erinnert mich echt ein bisschen an Mario Dream Team Bros. Und ich bin verliebt in das Aussehen des Spiels. Ich kann jedoch verstehen, wenn sich manche damit nicht anfreunden können, aber ich feiere einfach die Tilesets und die detailreichen Hintergründe. Mario zeigt auch viel mehr Emotionen, was das Game nochmal lebendiger wirken lässt, aber man darf sich von der Schönheit nicht so blenden lassen. Wenn man sich nämlich mal die Welten anschaut, merkt man, dass sie sich immer noch den Vorgängern ähneln. Ich kann irgendwie ja noch verstehen, wenn man die erste Welt eine Art Basic-Anfänger-Graswelt macht, aber es sind immer noch dieselben Themes, die nur teilweise leicht abgeändert sind. Und zwar haben wir einfach anstatt 8 nun 7 Welten, da sich die Wolkenwelt mit der Gebirgswelt verbunden hat. Und diese hat einen pinken Touch. Das habe ich schon mit einem ähnlichen Farbton in Super Mario Bros. U versucht. Und ebenso gab es schon mal einen Geisterwald. Und versteht mich nicht falsch, die Welt wurde perfekt umgesetzt. Sie sieht so wie vieles andere dem Spiel verdammt schön aus. Und ich mache mir eher Sorgen um die Innovität, vor allem was die Welten angeht. Vielleicht habe ich darauf einen zu skeptischen oder kritischen Blick. Jedoch war die mangelnde Kreativität genau das, was in den vorigen Ablegern komplett getriggert hat. Wir haben ja auch noch diese Herbstlevel oder die sogenannten Gyldenfälle, die komplett neu sind. Außerdem sind die neuen Gegner echt fresh. Am meisten gefallen mir die sogenannten Spießeriche, Wickel und Sargas. Bro, was sind das für Namen, Dicker? Ich kann das alles nicht mehr. Die neue Auswahl an Gegnern wirkt auf mich wirklich richtig erfrischend. Genauso wie die Power-Ups. Dazu gehören der Elefant, die Seifenblase und der fucking Bohrer aus Super Mario Galaxy. Es scheint mir so, als könnte man diese Items vielfältiger einsetzen, als die uns bereits bekannt sind aus den vorherigen Teilen. Deshalb sehen die auch so heftig overpowered aus. Bro, der Elefant kann mit dem Rüssel Gegner wegschlagen, zum Beispiel den Lakitu kontern und Blöcke zerstören. Im Wasser kann man den Rüssel aufladen und somit einige Secrets entdecken, genauso wie mit dem Bohrer an den Boden gehen kann, um Hindernisse zu vermeiden, oder wie mit den Seifenblasen einfach an höhere Orte gelangt, da man geboostet wird, wenn man auf sie springt. Diese Power-Ups wirken für mich einfach viel ausgereifter und viel nützlicher. Das gefällt mir, genauso wie, dass man neben dem normalen Kartenverlauf auch die sogenannten offenen Gebiete hat. Die sind übelst nice. Ihr könnt euch das wie in Mario 3D World vorstellen. Man kann Level nun durch ein Menü erneut spielen. Und das hat das Game echt gebraucht, man. Wenn man nämlich jetzt eine Challenge probieren will oder einfach mal seinen Lieblingskurs auch einmal zocken will, muss er nicht einen Wandertag durch die gesamte Welt machen, sondern kann das einfach easy aussuchen. Ich feiere das übelst. Die spielbaren Charaktere finde ich dann aber tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Wenn man sich nämlich mal das Roster anschaut, sieht man, dass neben den Standardcharakteren jetzt noch Peach, Daisy, Toadette, Mopsy und Yoshi dabei sind. Der Haken an der Sache ist aber, dass Mopsy und Yoshi eine Art Easy-Mode sind. Die beiden kriegen gar kein Damage. Bei Mopsy kann ich es ja noch nachvollziehen, weil er war schon so ein Luigi Bros. U. Aber bei Yoshi check ich es irgendwie gar nicht. Nintendo hätte genauso einfach eine Option hinzufügen können, wo man einfach einen Easy Mode anmacht. Das wäre viel praktischer, aber es ist irgendwie so richtig typisch für Nintendo, dass sie an sowas denken, aber es im Endeffekt richtig komisch umsetzen. Es hat sich ja auch das Gerücht verbreitet, dass Spielekritiker sagen, dass das Game so richtig schwer sein wird. Also da gibt ja so ein Easy Mode schon Sinn.
Aber warum setzt man das so komisch um? Die Movesets sind aber hierbei alle gleich. Also nicht so wie in 3D World. Das finde ich sogar irgendwie gut, da man jetzt mit Peach nicht im Vorteil ist und mit der Gleitfähigkeit nichts cheesen kann. Aber Yoshi hat natürlich auch den Flattersprung. Okay, Bro, frag mich nicht warum. By the way, Yoshi steht in dem Spiel auch irgendwie viel gerader da und sieht für mich eher so wie in Mario World aus. Aber das nimmt ihn, wenn ich ehrlich bin, irgendwie den Charme weg. Und er sieht ein bisschen traurig aus, Bro. Einfach so chronisch depressiv und innerlich tot, Alter. Yoshi, Bro. Du kannst mit uns über alles reden, Mann. Wer hat dich verletzt? Apropos Charakter-Movesets. Es gibt jetzt die Abzeichen. Man schaltet die durch Challenge-Level frei und kriegt verschiedene Fähigkeiten, die man vor einem Versuch eines Levels aussuchen kann. Und das finde ich übelst kreativ. Ich frage mich Real Talk, wie die Speedruns mit den Dingern werden. Durch manche kannst du dich einfach vor dem Abgrund retten oder einfach Spider-Man werden. Die Wunderblumen geben auch einen coolen Eindruck. Es gibt viele nice und auch fragwürdige Sachen, die passieren, wenn man sie einsammelt, aber Mario wird zum Beispiel einfach zu einem Goomba oder zu einem Luftballon wie in Mario 64 DS, Alter, wie nice. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch der Multiplayer und oh Gott, Mann, da verstehe ich Nintendo halt einfach gar nicht, Mann. Der lokale Multiplayer ist schön und gut, aber was zur Hölle ist das Online-Ding? Anstatt dass man das Feature von 3D World oder Mario Maker übernimmt, was eigentlich, wenn man gutes Internet hatte, reibungslos funktioniert hat, aber Bro, die benutzen irgendwelche Schatten oder irgendwelche Geister, Bro, was? Du konntest zum Beispiel deine Freunde einfach mal hochheben und runterschmeißen. Das hat den lokalen Multiplayer ausgemacht und den so lustig gemacht. Ich verstehe halt einfach nicht, wo das Problem ist, einfach einen normalen Multiplayer hinzuzufügen. Okay, okay, die Rennen sehen Real Talk witzig aus. Aber es regt mich trotzdem auf, Digga. Mach doch einfach nochmal einen Online-Multiplayer. Warum? Was ist daran so schwierig? Es hätte echt nicht geschadet und so viel lustiger Content würde entstehen. Um auf die Frage zurückzukommen, ob das Spiel gut wird, kann ich nur sagen, dass es bestimmt spaßig ist. Aber die Fehler sind echt unnötig und man hätte die auch einfach vermeiden können. Gut verkaufen wird sich das Spiel trotzdem safe. Und ich denke, ich kann am 20. Oktober das Spiel trotzdem genießen. Ich finde es aber halt schade, dass Nintendo ein paar meiner Erwartungen nicht so ganz erfüllt hat. Doch was ist eure Meinung bisher? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, war's das schon mit dem Video. Und übrigens, habe ich schon mal gesagt, dass Elefanten-Peach so fucking cursed aussieht.